später, später, später. Bye bye. So, ein neues Kapitel, die ersten Schritte auf Panama-Boden. Was meinst du? Panamaischen Boden. That's it. Ganz wichtig. Gerade aus dem Hostel rausgekommen, dann geht es gleich bei uns weiter zum Supermarkt. Und dann schauen wir mal, wie wir dann weiter zum Flughafen kommen. Zwei Banausen. So, wir gehen jetzt mal zum Woody auschecken. Ja! Hola! Da sind sie, die zwei Banausen. Aber wir suchen echt in die Karten schauen, okay? Ja. Versuch. Hast du in die Karten geschaut? Nein, ich habe halt die grüne gesehen. Mal deine Karten auch. So, Tag 1, Bukas. Für uns geht's jetzt zum Red Frog Beach. Wieder ein bisschen Boot fahren. Der Beach ist auf alle Fälle sehr geil. Da hinten ist zwar wieder ein bisschen gewittermäßig, aber hier strahlend blauer Himmel. Und wir haben ein bisschen das Surfen für uns entdeckt. Allerdings ohne Surfboards. Immersberger, sein Name, sogenannter Surfprofi in der Provinz. Den werden wir hier jetzt mal bei seinem Schauspiel mal begutachten. Oh, ey. So, back. Starvation Beach.
Heimatberger. Das Veggie-Sandwich schmeckt von der Carina. Richtig gut. So, sind wir da. Voll schon nice aus. So, 8:30, für uns geht es jetzt mit dem Boot Richtung Zapatilla Beach und zur Dolphin Bay. Die haben uns gestern schon wieder gesagt, 95% Chance, dass man wieder Delfine sieht. Luli und Sandra haben ja noch keine gesehen. Deswegen machen wir das, aber ich bin mal gespannt, ob die Chance wirklich bei 95% liegt. Habt ihr es? Wir müssen los. Etwa, das schaut gut aus. Checkmate. Macht er immer so.